Meisel, wie gut bist du denn noch zu Fuß? Hast du zugeschaut heute? Ja, unauffällig wie früher. Ja, ja, alles gut. Ne? Wichtig ist, glaube ich, dass es heute für einen guten Zweck war, ne? Gute Veranstaltung, dass ein bisschen Geld reinkommt für die Kinder, ne? Denen es, glaube ich, nicht so geht. Die Familien haben auch dann sicher viele Schicksalsschläge und deswegen war es eine gute Sache. Und der Fußball begeistert die Massen, die Leute, ne? Und deswegen war eine gute Veranstaltung heute. Du bist noch im Fußball tätig, was machst du so? Ich bin Spielerberater, habe 2008 angefangen, sind jetzt 10 Jahre, habe 2011 selbstständig gemacht, habe 8 Jungs zum Betreuen, Beraten und bin Phil, 2. Liga, 3. Liga, Regionalliga unterwegs und macht riesig Spaß. Man bleibt den Fußball erhalten, können sich ins Stadion oben mal hinsetzen, mal gucken, wie unten die das machen, nicht wie früher, dass du auf dem Platz alles regeln musst, aber ja, man bleibt den Fußball erhalten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie hast du die WM verfolgt? Toll, super Sache. Insgesamt habe ich mir vorher schon gedacht, durch die ganze Geschichte mit Gündogan und Özil, dass viele Sachen nicht stimmen. Da waren die 2 Testspiele vor der WM auch schon nicht so berauschend und da hatte ich schon eigentlich nicht so positives Gefühl, was sich dann bei der WM völlig bestätigt hat. Aber man muss auch sagen, nur mit Fußballspielen alleine kommst du nicht vorwärts. Ne? Können alle super kicken, aber ich glaube, du musst ja auch den Arsch aufreißen, ne? Und Eier zeigen und das hat gefehlt. Ne? Und deswegen sind wir nicht zu Unrecht ausgeschieden. Du hast ja sicherlich auch andere Spiele gesehen. Gibt es irgendwie einen Trend, den wir da erkennen können? Ja, dass Fußball ab und zu langweilig wird, meiner Meinung nach. Ne? Viele stellen sich um den 16er rum. Ne? Die eine Mannschaft muss das Spiel machen, die spielerisch besser ist. Die anderen stellen sie hin, warten nur auf Standards oder dass ein Freistoß passiert. Haben es gut gemacht. Heute sind auch viele Tore lang gefallen und viele Spiele auch spannend gewesen. Aber der Fußball, der früher gespielt wurde, dass es hin und her ging oder so, da gibt es vielleicht eine Premier League. Aber ansonsten hat sich der Fußball schon sehr, sehr geändert. Aber als Zuschauer macht es ja immer Spaß. Glaubst du, dass so eine schlechte WM Auswirkungen auf die Bundesliga haben wird? Nö, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass durch die WM, glaube ich, auch viele Spieler, die jetzt in anderen Nationen unterwegs waren, sich, glaube ich, in den Vordergrund gespielt haben, dass viele auch noch nach Deutschland geholt werden und deswegen wird das Niveau auch auf jeden Fall weiter gut sein und die Zuschauer werden trotzdem ins Stadion gehen. Das ist halt Fußball, ist Fußball. Ne? Das wird sich, glaube ich, die nächsten 10, 20 Jahre nicht ändern. Gucken wir doch mal auf so einen Club, wo du früher gespielt hast, VfB Stuttgart. Ich finde, interessante Transferpolitik. Ja, machen sie dies ja nicht schlecht, ne? Haben ein bisschen Geld auch gekriegt durch die Ausgliederung. Ne? Da haben sie, glaube ich, ganz gut investiert. Und muss mal gucken, ob sie es auch so hinkriegen, wie sie es jetzt die letzte Saison gemacht haben, nach dem Trainerwechsel. Dann ließ es auf einmal, aber man muss das auch bestätigen. Ne? Und es geht immer wieder bei Null los. Und das wurde ja als Aufsteiger ist meistens mal das Schwierige. Deswegen muss man gucken. Ich drücke denen die Daumen, aber es wird nicht einfach, glaube ich. Weil die Qualität in der Bundesliga, wenn man sieht, man ist abgestiegen in die 2. Liga, wo andere in der Champions League spielen, da gibt es so viel Fernsehgelder und alles, hat man schon, glaube ich, zu tun, mal wieder dahin zu kommen, wo man vor 10 Jahren war. Ne?